Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 34. Folge Inselforus mit Schnuro eigentlich, die liebe Schnuten-Lola und meiner einer der Robin. Hi Lola. Hallo. Was, ich höre dich nicht. Ich sehe auch dich. Hab's rausgefunden, ja, die Lola hat's mir gezeigt. Sorry an der Stelle für meinen Irrtum in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Man kann's abspielen, ohne es bauen zu müssen. Problem ist nur, leider in der rechten Hand, nicht in der linken. Ich hätte es gerne in der linken Hand, damit ich in der rechten das Katana habe und dann schön mit Rockmusik schnetzeln. Aerobic hier, oder was? Ja gut, schön. Ich höre sie immer noch. Ich auch. LOL! Katana, geil, okay. Endlich mal Musik hier. Hat ein bisschen was vom Motorhead. Ich. Das Gitarrenriff. Okay. Ein kleines bisschen, so stellenweise, so ganz alte Songs. Oh, schon zu Ende? Und Dauerschleife? Nee, ne? Nee. Na gut. Oh, diesmal hast du dich nicht erschrocken? Die Musik läuft ja. Achso. Und ich bin da ja gerade schon durchgelaufen. Okay, bei mir ist die Musik schon zu. Ach, du hast die andere Kassette drin, oder wie? Ah. Weil ich hab den rockigen Song drin. Ich hab diesen Stronghold-Song drin. Ah! Ich hatte Dick Jones, oder wie der hieß. Der am Anfang eigentlich klingt wie, wie hieß das? Wie hieß der jetzt noch? Push It To The Limit, oder? Oder ich schau mir den jetzt auch mal an. Ah, so Retro. Ja, okay. Also so. Ja. Ja, aller, ich weiß, ich weiß. Top Gun-Mucke, weißt du? So, ja, so ein bisschen. oh. Da waren wir noch nicht, oder? Oder? Ich weiß gar nicht. Also es geht geradeaus weiter oder hier runter? Ich geh mal kurz luren, ob wir da schon waren. Oh Gott. Oh weia. In der Aufnahme. Weißt du? Das ist doch unser privates Ding, das der Rülps und Furzwettbewerb. Sag mal, schämst du dich nicht? Nee. nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Und hier solltest du mal hinkommen. Das sieht cool aus. Auch so richtig cool. Die Kassette läuft immer noch. Ach, schade, dass die andere nicht auf Dauerschleife läuft. Oder das ist so ein extrem langer Song, den du weißt hast. Achso, den habe ich jetzt auch übrigens drin. Wir hören das gleiche. Da. Da oben. Sieht cool aus, oder sieht das cool aus? Ja. Hier ist nochmal Medizin. Nice. Ah, hier waren wir noch nicht, definitiv nicht, nee. Koffer? Snacks? Outfit, okay. Ah, jetzt ist sie zu Ende tatsächlich. Okay, aber cool. Das ist Schädel, aber sag mal, ist hier sonst nichts? Nicht irgendwie noch was Besonderes irgendwie so? Mal abgesehen davon, dass es cool aussieht, das ist was für das Auge, aber... Weiß nicht. So ein Pistolenteil wäre noch schön gewesen, vielleicht eine Armbrust oder so. Ah. Es gibt ja auch einen neuen Bogen, ne? Echt? Okay. Mhm. Und den kann man nur finden, oder wie? Das ist das... So ein Sportbogen, ne? Die schwierigste Waffe in dem Game hier. Schwierig vom Handling her, oder dass sie halt am meisten Damage machen würde? Nee, schwierig sie zu finden. Oh, okay. Tatsächlich. Na dann, next step. Oh, ich sehe deine Augen von unten. Ja, geil, ne? Und jetzt sehe ich dein drittes Auge, aber okay. Finde ich cool, dass sie das so gemacht haben, dass man den unterwegs hören kann, den Song. Ja. Aber schade, dass der andere so kurz ist und dass der nicht in Dauerschleife läuft. Ja, das stimmt. Ein Zelt. Na, klasse. Und wir haben extra noch gebaut. Und die nächste Kassette. Beschrift. Was? Beschriftung irgendwas? Habe ich das noch gelesen? Videokassette, die hier ist das Megans Ankunft, okay.
Dann sollten wir uns die vielleicht wirklich erst angucken, wenn wir sie vollständig haben. Weil dann müssen wir irgendwann mal Erfahrung bringen, wie viel es eigentlich schon mal gab. Oder zum Beispiel Bruder Fenrir schreibt hier irgendwann rein, wie viel Kassetten es insgesamt gibt. Mhm. Ah, gut, hier hinterm Z geht's weiter. Wollte nur mal luren. Oh, endlich wieder Stöckerste hier. Alkohol lag nicht da hinten am Zelt dran, falls du noch nicht voll haben solltest. Tja. Ja, spät schon. Sehr schön. Das hab ich auch gemacht. Welche Feinde ist das? Ich weiß. Ja, es ist so ruhig. Die Musik ist aus. Warte mal. Oh, ich glaube... Ich will jetzt irgendwie gar nicht mehr ohne die Musik. Ach, egal. Ach, geh schon raus? Ja. Haben wir geschafft? Okay. Aber jetzt auf jeden Fall zum Boot, ne? Ist das sogar hier in der Nähe? Haben wir vielleicht Glück? Ja, wir sind am... Also am Meer auf jeden Fall, wir sind zwar, ne, am Meer, ja. Aber hier gab es noch eine. Also laut der Karte... Ja. Sind wir... Warum zeichnet der diese zwei Höheneingänge völlig anders an wie die anderen? I don't know. Ach, Containerstrand, alles klar. Achso, ja, markieren. Vergessen. Ja, das ist der Containerstrand. Und ich bin der Meinung, dass hier die Höhle. Das ist natürlich blöde. Oh, geil, es wird hell, oder? Oh, herrlich. Nice. Obwohl ich gerade noch in der Richtung, wo es hell wird, den Mond hab untergehen sehen. Macht irgendwie nicht viel Sinn, oder? Mm-mm. Ich guck nur mal in die Container rein, weil ich nicht mehr weiß, ob es hier was gab. Ja. Ja. In einem Container ist eine Liste. Eine Bestellung, eine von Sahara-Spedition. Hast du jetzt einen Notizbucheintrag bekommen? Nein. Dann solltest du es auch dir angucken, auf jeden Fall. Ach. Ich sehe schon, wo wir sind. Okay. Mhm. Ja, wir sind eigentlich nur Luftlinie 5 Meter weiter, als unser Höheneingang war. Hier im Container drin liegt unten Essen. Auf dem Boden. Ja, ich hab noch Essen in der Tasche, aber okay. Ja. Ja, ich hab noch ausreichend Essen sogar. Aber ja gut, dann nehme ich mal eine auf Vorrat mit. Willst du bitte mal sterben? Danke. So. Ja, hier in dem Container warst du schon drin? Hier? Ja. Okay. Hier sind Totems. Warte mal, sind das hier die Inseln, wo das eine Pistolenteil war? / Höheneingang im Wasser? Diese Mini-Inseln, wo man von Insel zu Insel tauchen kann? Könnte gut möglich sein. Wir können gleich mal gucken, ob es die Karte verrät, ob hier ein Höheneingang... Ja, wir sollten vorsichtig gucken, dass immer nur einer auf die Karte guckt, fällt mir ein. Nicht, dass wir gleich Wurstwasser bekommen. Ja. Ich gehe mal nur so nah wie möglich in den Strand ran und dann gucke ich mal auf die Karte. Also, ja, hier sind Haie, ne? Musst du aufpassen. Ja, ich bin nur am Strand dran. Da vorne ist das Boot, das zerschellte auf der Insel. Ich glaube, die Seite ist das. Lass mal da hochklettern auf diesen Stand. Achso, ich könnte übrigens mal das Feuerzeug ausmachen, ne? So, hier in dem gibt es nur ein Seil, ne? Ja. Haben wir auch schon wieder voll. Adi hopp. Lurch! Ah, ich erkenne die Stelle wieder. Hier ist Wurstwassergefahr. Dieser Baumstumpf, der ist mir so in Erinnerung geblieben aus Staffel 5. Bei unserem Talent, wir kommen gerade nach mehreren Haiangriffen endlich zurück, nachdem wir am Boot dran waren und dann kommt Wurstwasser. Ist hier was zum Sprengen? Nee, ne? Nee. Oder? Nee. Du, pass auf, ich würde da jetzt zum Boot rüber wollen. Da gibt's doch schon was, oder? Ja, also wollen wir uns nicht ein kleines Floß bauen? Und da zumindest ja, da mal draufsteigen, weil ja. Das... Oh, macht Sinn. Ja. Habe ich so vergessen, dass es das gibt. So wollte ich da wohl nicht rüber. Dann mache ich schon mal Holz.
Wir brauchen nur 7 Holzstämme. Okay. Ach, hier habe ich tatsächlich auch schon mal ein Lager gebaut. Was? Da hinten laufen sie rum. Könnten arm sie sein. Du hast hier schon mal ein Lager gebaut? Was, wie, wer, wo? Ach, als du aus dem Flugzeug gekommen bist dann beim zweiten Mal, oder wie? Nee, allgemein. Einfach hier ein Strandhaus im Solo-Dings-Play. Ach so. Ich dachte jetzt hier in unserem Let's Play. Warst du denn mal hier hinten? Erinnere ich mich gerade. So einer noch. Müsste da eigentlich irgendwo einer liegen, weil ich hatte 2 Bäume gefällt. Müssten 8 Stämme gewesen sein. Wie liegt keiner mehr? Oder wie wieder, werde was? Dann fäll ich noch einen Baum. Aber jetzt ewig diesen einen Stamm suchen, vielleicht noch einen Baum. Timber! So. Die Flosse ist sie gleich hier fertig, gell? Wir können in die Stiche. Oh. Okay, ich wollte aufsteigen. Okay. Ich hab's geschubst. So, dann siehst du vielleicht auch ein bisschen mehr. Steuert sich gut, ja? Ah, da oben der verkümmerte Baum. Ach, Hahn. Da müssen wir auch noch hin. Ja. Ich glaube, da haben sie damals eine Kirche gebraucht an dem Ding, oder? Oder ein Kreuz oder so? Ach, ernsthaft, Wetter. Ach, Mensch. Eigentlich auch ein guter Spot für eine Base da oben, diese Klippe, ne? Wenn du so viele dichte Wälder ringsherum hast. Aber nahrungsmäßig ist natürlich die Frage, ne? Wie stark das so ist da. Also noch sehe ich keinen weißen Hai. Ich kann dich ja mal hier aussetzen und einfach weiterschwimmen. Dann kannst du ja mal gucken. Dafür bin ich zu hungrig. Kann das Floß jetzt eigentlich weggetrieben werden, wenn wir jetzt so nah am Wasser sind? Oder kann man das hier raufziehen an Land? Weil ich konnte es gerade reinschubsen ins Wasser, aber zurück. Ja, reinschubsen ist kann man es aber raufziehen nicht, ne? Ah, schade. Das hier sieht ein bisschen verdächtig aus. Oder einfach nur schlechte Texturen. Schlechte Textur. Oh, nichts drin. Ja, vorne konnte man tauchen. Das war jetzt. Guck mal, da guckt was aus dem Wasser. Ich suche erstmal gerade dich. Ach, da. Da ist das andere Boot. Alter. Ja. Siehst du das da unten? Unten? Ich sehe nichts außer aufgeschäumtes Wasser. Ah, hier. Hier ist der Rest vom Boot, okay. Okay, ich komme nicht weiter. Aber gibt's hier auch was? Das ist die andere Frage, ne? Ich muss mal eben kurz wieder auftauchen, um Lucky Lucky zu machen. Okay. Ich muss noch weiter auftauchen, gut. War knapp. Hängt da nicht was am Seil dran, oder was ist das? Ey, man erkennt einfach nichts ohne diese scheiß Maske! Warte, also ich bin jetzt hier direkt über dem Laderaum. Ich gehe nochmal auftauchen, Luft holen. Okay. Dann mal im Laderaum gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Ja, Moment, er ist schon wieder. Guckst du nur nach unten und schon ist er am Ertrinken, gefühlt. Oh, ich stehe. Gut. Kann ich auch mal eben was essen. Ja, wie sie sehen, sehen sie nichts. Außer der Grund, warum das Ding gesunken ist. Doch, hier ist ein Höheneingang, ja. Geil.
Aber ich glaube nicht, dass wir das überleben, wenn wir da jetzt runtertauchen, ne? Was sagt denn jetzt die Karte? Die ich jetzt nicht angucken kann, ne? Ja, wegschwimmen kann ich es nicht angucken. Sagt die Karte jetzt, dass da ein Eingang ist oder nicht? Sieht nicht so aus, weil es so weit unten ist. Na, was machst du denn, Mann? Jetzt geh da rauf, Junge! Du halt! Okay. Oh Gott, nee, ne? Kann man hier mit Plus und Minus irgendwie? Nee. Kann man nicht rein und raus und. Das ist natürlich blöd, ne? Aber wir wissen, hier ist ein Höhleneingang. Ja, das muss die Frau fast nicht merken. Können wir hier auf dem Ding bauen? Auf dem Holzding? Nee, ich glaube nicht. Oh, Alter, was ist denn für eine Physik, Mann? Ich bin aber aus hier rauf. Kannst du mal bitte gucken, ob man bauen kann? Dann mach ich dir jetzt erstmal Platz hier lieber, nicht, dass ich dann im Weg stehe und das deswegen nicht geht. Lol. Wie, das geht? Ja, aber wie wollen wir jetzt die Balken hier hinbekommen, ne? Ja, genau. Doch mit dem Floß. Einer trägt die Balken und der andere steuert das Floß. Das würde gehen. Lol. Können wir es so schnell markieren hier? Es geht auch mit dem Floß deutlich schneller, ne? Möchte ich meinen. Ja. Also wie du möchtest. Also ich kann mich dann da auf deine Erinnerung verlassen, dass wir da noch einen Höheneingang haben. Weil ich werde es auf jeden Fall vergessen. Ich werde es auf jeden Fall vergessen, ich kenne mich. Oder wir markieren uns das jetzt einfach schnell. Das dauert viel zu lange. Okay. Aber das Gute ist, siehst du, die Baustelle an sich ist da auch schon eine Markierung, fällt mir ein, ne? Stimmt. Ja. Ja, hast du jetzt Bock, immer mit zwei Baumstämmen hier 23 Dinger hier rüber zu karren? Ich glaube ich nicht. Was, 23 Dinger? Sammeln Baumstämme, 23. Das ist ja ein Gerüst. Wegen dem Fundament gleich noch, oder wie? Ah. Ja. Okay. Das war's, glaube ich. Glaube ich, nee, war das? Nee. Allein steigen, bitte. Es geht nicht vorwärts. Ich muss W drücken, oder? Linke Maustaste. Ah, okay. Ups. Da muss man ja auch erstmal wissen. Ist mit der rechten Maustaste und was? Oh, Tatsache, Rückwärtsgang, lol. Hm. Oh, clever. Mensch, passiert nichts, okay. Ja, dann gehen wir jetzt hoch zu der Eiche da, ne? Ja. Steuere ich da schon mal rüber, oder ist da die Sandbank? Ich sehe das gar nicht. Mhm. Ach nee, hier links ist die Sandbank, okay. Aber dein Vater war halt kein Glaser, ne? Ah, da stehen. Ja, okay, ich steuere nach links, da stehen mehrere. Und Zelt und Haie und Anker und so. Ja, ist okay. Wir können die doch vom Wasser aus beschießen. Steuer doch dahin. Ach so. Ja, stimmt. Die kommen ja doch gar nicht her. Ja, stimmt. Schießen habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Ne, den. So. Dann zünd mal an die Lunte. Obwohl, die geht ja gleich wieder aus, wenn wir sie anzünden, ne? Wenn die Wasser stehen. Deswegen gucke ich mal eben. Ach, ich teste einfach mal. Lol, wieder zwei auf einmal. Bumm. Nee, einer ist down, lol. Also sie gehen nicht aus, obwohl sie im Wasser stehen, okay. Ach, wahrscheinlich, weil sie nicht richtig schwimmen, ne? Mhm. Ah, ja, renn genau in dem Moment, wo ich loslasse, danke. Ja, der Fenrir hat mir übrigens noch geschrieben gehabt in einem Video als Kommentar, bei einem Headshot kriegt man sogar die Weißen down. Problem ist nur, die halten einfach nicht still, die Mistviecher. Man versucht schon auf den Kopf zu schießen.
Und dann schießt du eigentlich automatisch daneben, außer du stehst vielleicht 2 Meter vor denen. Und selbst bei meinem Talent schieße ich ja auch daneben. Ja, burn, Baby, burn. Ja, nun fall um. Alter, was hält denn der aus? Das ist schon das 2. Mal. Ich glaube, das wäre ressourcensparender, wenn wir sie schnetzeln, oder? Es ist irgendwie eine gemütliche Stimmung gerade, so ein bisschen wie Marshmallow-Grill, ne? Mhm. Achso, du hast schon Katana in der Hand, na sag doch einen Ton, Mensch. Nicht zu weit, so ungefähr. Sind wir dann nur noch im Rückzug, genau, und... Hui! Hallöchen! Guten Abend, guten Morgen! Kaffee ist fertig! So. Oh Gott, Ausdauer, down! Hey. So, den habe ich. Den habe ich zu die Schiffe, Fische geschickt. Ja. Das hast du schon, okay. Die anderen sind weggerannt, oder? Ja. Na, einer kommt gerade wieder, aber mal gucken, ob er abbiegt. Ja, er biegt ab. Und bringt 2, 3, 4 Freunde mit, aber die bringen auch ab. Die gehen nämlich hoch zur Eiche. Okay. Boah, Vogel! Schreck mich doch nicht so. Ja gut, Knochen, ich glaube, das Thema mit dem Knochenzaun, den werde ich abreißen, das bringt nichts mehr. Das ist eine verrückte Idee gewesen, war vielleicht witzig, aber... Ja. Wir brauchen ja mehr Knochenrüstung, als wir Knochen sammeln. Irgendwie bringt das nicht so viel, außer dann, wenn wir die Knochenfarm haben. Mhm. Deswegen, ich glaube, die können wir liegen lassen, die zwei hier. Hast du jetzt gebaut? Achso, noch ein Feuer, okay. Ich hab doch keine Rüstung mehr. Ich hab doch nur noch eine Mutantenrüstung an. Ach, ja, stimmt ja. Die ist doch auch schon im Arsch. Stimmt ja. Die hat ja der Heinz da, der hat ja der mit One-Hit-mäßig, One-Hit-Wonder. Ja. Hab ich total vergessen, dass das passiert ist. Ich gehe nur mal hier vorne am Zelt gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Ach, da kommt schon der nächste, aber auch die laufen wieder zurück. Die sind fertig mit Grillen da oben. Mhm. Hier ist tatsächlich ein bisschen Gaffer, aber nichts zum Beobachten außer ein Top. Und Marshmallows. Erstaunlich, dass die noch nicht geschmolzen sind durch den Regen und so, ne? Oder durch die Sonne und alles. Hm, wer weiß, wie lange die da liegen. Ja. Geht das? Das Ding, ey, jetzt. Ja, genau. So. Ja. Bisschen mehr nach rechts. Bisschen mehr noch, ja. Ja. Ja, jetzt ist gut. Und jetzt wieder nach links, ja. Ja. Guck mal, was ich gemacht habe. A Ring of Fire. Siehst du das? Nö. Nein! Doch, Mann! Jetzt hast du mir die Knochen geklaut, Mann! Ja, sorry, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Moment, hier so. Zack, zack, zack. 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 Ich hab so einen Schwimmreifen auf das Feuer geschoben. Und hab das ganz toll gefunden. Was ist jetzt ein Ring of Fire? Ach so, nee, das sehe ich leider nicht. So. Spiel! Ich hätte eigentlich noch was essen wollen, aber danke. Oh. Willst du einen Schokoriegel haben oder ein paar Beeren von mir? Oh, ein Topf. Pfeffer. Nee, eigentlich. Okay. Marshmallow. Wie viele Knochen hast du denn gerade noch? Weil ich habe jetzt hier noch 2 da. Vielleicht fehlen dir gerade die 2. Ein. Achso, okay. Nee, dann nicht. Dann nicht. Oh, mal jetzt kurz da gucken. Pfeilemäßig 27, okay. Ja, passt. Oh! Oh!
Also einmal hier Mampfi Mampfi und einmal Ur Ur. Hm? Timer. Bin ich oder du dran? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte anmoderiert. 34. Folge. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Reinschalten. Liebe Lola, auch vielen lieben Dank fürs Ertragen und Überleben helfen. Ja, gerne. Wenn ihr wissen wollt, ihr Lieben, wie es weitergeht, schaltet einfach morgen wieder rein. Ich werde jetzt hier mal kurz mal wieder mit der Steuerung klarkommen, weil wir nehmen schon wieder den ganzen Abend auf. So, ja. Ciao. Ciao.